Moin, moin aus Hamburg. So, nun haben wir ja jetzt mal hier die wichtigsten Protagonisten eines Zugverkehrs von Zippel aufgereiht. Als erstes haben wir Christian Becken. Christian, du bist Projektleiter für die Intermodalverkehre bei der EGP. Das hört sich wichtig an. Was machst du? Das ist korrekt. Also im großen Sinne bin ich eigentlich verantwortlich für die Verkehre, für die Containerzugverkehre unserer Kunden. Wie gesagt, wir disponieren die Züge, wir sind verantwortlich für die Traktion vom Hafen ins Hinterland, beziehungsweise vom Hinterland in den Hafen zurück. Ich sorge einfach nur dafür, dass im Hintergrund alles reibungslos läuft und dass die Disponenten und Vorplaner bei der EGP ihre Arbeit richtig machen und hoffentlich auch gute und zufriedene Arbeit für den Kunden. So, und wie läuft die Arbeit mit Zippel so ab? Sehr gut. Wir sind glücklicher Dienstleister des Kunden Zippels und freuen uns immer wieder, Züge für die Firma fahren zu können. Das macht doch Spaß. Also die Relationen sind super. Das ist, wir sind sehr ostlastig, will ich bald behaupten. Wir sind auch eine Firma mit Wurzeln in der Region und die Kollegen kommen aus der Region. Also ist alles auch noch sehr familiär gehalten. Das macht Spaß und es macht doch Spaß, hier für den Kunden Zippel zu fahren. Und ja, wir machen es ja nur schon erfolgreich, hoffentlich, auch in Zufriedenheit des Kunden seit vier Jahren mittlerweile. Okay, also hat sich gelohnt, den Text vorher aufzuschreiben und zu üben, das hat er gut gemacht, würde ich sagen. Der Teleprompter kann jetzt ausgemacht werden. Also, das ist sozusagen der Projektleiter bei der EGP, unseres Dienstleisters hier. Der leider auch die Preise macht, aber da müssen wir nochmal mit ihm reden. Extra Folge, das braucht viel Zeit. Genau, also als nächstes haben wir hier Lutz Wörner. Lutz Wörner ist der Geschäftsführer der HBC. Das ist diese Firma hier, da kannst du mal drauf zoomen. Und da wiederum ist Zippel sogar dran beteiligt. Also da sind wir ganz stolz drauf, dass wir jetzt selber schon Eisenbahnen machen. Wie sieht's aus, Lutz? Sehr gut mit euch zusammen, auch wenn es nicht direkt ist, sondern über eure gemeinsame Tochter mit der IGS, die Six Express. Und wir machen ja für IGS und Zippel hier die letzte Meile, wie es immer so schön heißt. Es ist ein Rangieren, das Rangieren der Eingangszüge, die aus Buna und Berlin kommen und die ja in der Regel nicht mit für ein einziges Terminal bestimmt sind, sondern die 3 bis 4 Gruppen haben, sodass wir die letzte Meile, wie man so schön sagt, hier rangieren in die Terminals rein. Und natürlich auch vice versa, wenn die Importladung rauskommt, dass wir dann entsprechend die wieder zusammen rangieren, damit EGP dann die entsprechend rausfahren kann. Also Lutz sagt es ja bereits, Zippel fährt nicht nur ein Terminal an und fährt auf Gummi, wie man so schön sagt, per LKW alles dahin in dieses Terminal, sondern wir versuchen so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, wir fahren eigentlich in jedes Terminal, wenn es irgendwie ein paar Container gibt, fahren wir da rein, wenn eine Schiene liegt. Wenn überall, wo eine Schiene liegt, können wir hinfahren und wenn ihr das so vorgebt und wenn ihr mit euren Kunden oder mit den Rädern dann entsprechend auch vereinbart habt, auch aus Depots, wo nur Leercontainer stehen, da fahren wir rein, da holen wir für euch die Container ab. So, Frau Jagutski, ja. Sie sind sozusagen der örtliche Betriebsleiter. Es gibt bei der Bahn ja für alles ganz tolle Titel und örtlicher Betriebsleiter ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Kann das sein? Örtlicher Betriebsleiter ist definitiv ziemlich wichtig. Ich sorge dafür, dass die Personale jährlich geschult werden, dass sie regelmäßig an Fortbildungsunterrichten teilnehmen, über Regelwerke und Änderungen der Nutzungsbedingungen, gerade bei den Terminals hier im Hafen, aktuell gehalten werden und somit einen reibungslosen, sicheren Betriebsablauf wir durchführen können. Aber ziemlich männerlastiger Betrieb. Wie hält man das aus, so als Frau? Das ist sicherlich ein ziemlich männerlastiger Betrieb, aber ich kann mich durchsetzen und es macht auch Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Okay. Sie machen das jetzt wie lange schon in Hamburg? In Hamburg bin ich jetzt seit knapp 4 Jahren. Und immer noch Spaß dabei? Immer noch Spaß dabei, ja. Gut, ich sah schon eine Hand von hinten. Herr Kröger möchte weiterreden. Wir arbeiten ja gerne mit privaten Bahnen zusammen und deshalb möchte ich mal so nett sein und den Kugelschreiber entfernen, damit kein falscher Eindruck im Film entsteht. Da Sie kriegen einen Zippel-Kugelschreiber zurück. Danke. Also gut, also das waren sozusagen die Protagonisten, die dafür verantwortlich sind, dass unsere Züge pünktlich und vernünftig rollen und dass unsere Kunden weiter bei Zippel buchen. Vielen Dank an alle. Weitermachen. Wir freuen uns, mit euch zusammenarbeiten zu dürfen. Und beim nächsten Mal gibt es mehr, vielleicht auch von den dreien. Aber wir schauen mal, was wir unseren Fans und Zuschauern in den nächsten Folgen, gerade was Bahn betrifft, noch anbieten können. Bis dahin, Axel. Allzeit gute Fahrt. Tschüss. Das könnt ihr eigentlich auch mal machen, allzeit gute Fahrt hier, ne? Du hast ein Tier im Gesicht. Ja, nimm einfach das Tier aus dem Gesicht. So. Aber schön finde ich auch, dass alle nach ihrem Statement gleich verschwinden hier, ne? Das ist hier, ja, also Christian auch noch. Christian kann sich ja auch noch dazu stellen. Also wenn ihr die Stellung tauscht, ist es okay.